Sakamoto Days. Wohin geht's? Sakamoto und dein Tag. Ich bin am Size of Life. Bleib doch. Ja. Tsukumoto. Ist so ein Ex-Auftragskiller, der so eine Mischung aus One Punch Man und Spike Family Charakteren ist. Cool. Klingt interessant. Und wie weit bist du? Hat gerade frisch angefangen? Wie viele Chapter gibt's? Was geht ab? Läuft der noch? Bin bei 14 von 144 heute angefangen, ist der lustig besetzt, sehr geil. Na, ich schreibe mir das mal gleich mal auf. Will mich auch gerade noch lesen. Nee, ich wollte Berserk lesen. Ich muss Berserk erst lesen. Weil ich will Berserk auch lesen. Und nebenzu gucken wir Fairy Tail. Jude. So, die Maxi spielt ja alleine. David, wo ist sie denn? Yeah! Und Ultra Leg. Vor allem jetzt gerade, wir sind gerade bei Folge 21 bei Fairy Tail. Ich bin tot. Okay. Wir sind gerade bei Folge 21 bei Fairy Tail und jetzt geht's gerade los mit Good You. Ich bin fertig. Du bist fertig, ich hab's gewusst, ich habe ihn noch nicht mal fangbar. Hast du ihn gefangen? Ich hab ihn gefangen. Hast du ihn gefangen? Okay, dann kannst du dich jetzt ein bisschen mit dem Chat unterhalten, schau. Ja. Bist du mich die ganze Zeit so abwesend? Heute ist reiner Dog-Stream. So, hallo? Ah, hallo? Nein, hat einen neuen Manga angefangen. Es sagt, Tsukumoto Days. Ja, das klingt interessant. Red hat darauf geantwortet. Nein, hat dann auch wieder was gesagt. Jetzt bist du informiert. Und wie geht's für Jean? Regine raided. Und Regine findet den neuen Chatbot blöd. Aha. Dabei sollte er ihn eigentlich super finden, weil Regine eigentlich super aktiv da ist und deswegen eigentlich, wenn er dann wieder Zeit hat. Ja, genau, Kiki Sim hat seine API-Request erreicht für diese Stunde. Auf jeden Fall ein witziger Dude. So. Nein, erzähl mal, was geht zurzeit bei dir? Was zockst du? Er liest Sakamoto. Sakamoto Hentai. Mhm. Ja, es sieht gut aus, wie du kämpfst. Hä? Sieht doch gut aus, wie du kämpfst. Ja, übel.
Aber ich mache halt nicht so viel Damage wie du. Du musst vielleicht mal deine Waffe wechseln. Ja, ich mache insgesamt nicht so viel, oh Mann. Nicht so viel Damage wie du. Gestern hat mich wer gefragt, ob ich Nikolaus spielen kann. Hast du Bock? Und wie war deine Antwort darauf? Hoffentlich ja. Ich hätte Bock auf einen Neiden, Nikolaus. Kriegen wir dann zufällig, ich will dein Foto. Ein Foto, wie du im Nikolaus-Kostüm bist? Das wäre so geil. Gott, nein, das wäre so geil. Nee, hab ich gesagt, nein, das ist gemein. Und wann spielst du Nikolaus? Gib dir, ich bin drüber gejumpt. Keine Käfer. Am 6. ist Nikolaus. Spielst du am 6. Nikolaus? Ja, hab ich gesagt. Wie liebenswert. Bist du da in unserer Nähe? Können wir dich dann in Nikolaus-Kostüm betrachten? Das wäre geil, ich will deinen Bart anfassen. Bitte. Bitte, Neiden. Noch mehr graue Haare und fallen, dann ist es passender, dann mache ich das. Und Falten. Ich glaube, du wärst jetzt schon hervorragender Nikolaus. Glaube ich auch, ja. Der Nikolaus. Deine Namen Niton und Nikolaus, das fängt mit IN an, ne? Das ist ein Zeichen. Ich so. Also ich würde es feiern. Ich würde es auch so hart feiern. Nein, ich würde es so hart feiern. Kostüm. Nikolaus muss nicht unbedingt alt sein. Yeah. Ach, finde ich schon. Das finde ich aber witzig, wie Nein gefragt hat. Ist das eigentlich Maxi, die voll schnell am Tippen ist? Ach so. Nee, jetzt habe ich mich verlesen. Entschuldigung. Nikolaus muss nicht unbedingt alt sein. Ich komme bei euch vorbei, wenn ich ein Knecht Ruprecht-Kostüm habe. Jetzt nicht, wer Knecht Ruprecht ist. Ach, Knecht. Bringst du dann auch Geschenke mit? Brain not braining. Brain not braining. Hallo, mehr als Fotos. Thank you for your raid. Was geht ab? Schön, dass du da bist. Was bleibst du? Hallo, mehr als Fotos. Schön, dass du da bist. Danke für den Raid. Unistan the World. Cool. Cooles Spiel. Und wir lieben die Hand. Dritten Spiel? Geil. Wir können jetzt Anja nackt machen. Was habt ihr gejagt? Was habt ihr schönes gejagt, Mister? Ja, läuft super. Einfach ein Füssel. Danke der Nachfrage. Ich bin gerade am Schauen, dass ich meine Somnerkamp-Rüstung irgendwie, Somnerkamp-mäßig irgendwas mache, damit ich vielleicht ein bisschen mehr Schläge hab. Blieb. Hochrangig, weil einer von uns noch nicht so weit ist. Diablos und so. Ja, easy, cool.
Heidi sieht irgendwie sehr weiblich aus, finde ich. Extra Schuss halt des Todes wieder überflüssig. Diablos. Jetzt hat auch extra Schuss drauf, das brauche ich nicht. Cool, ich kann nichts davon machen. Das hat sich auf jeden Fall rentiert. Giftangriff und extra Schuss. Was bringt denn extra Schuss? Und lief gut oder lief schlecht? Wie lief es denn? Wie lief es denn? Wie lief es denn? Jetzt sagen wir, machen wir noch einen Anjanas, oder? Okay. Let's go! Machen wir noch einen Anjanas und dann ist gut für heute. Echt? Hm. Ich habe Spaß. Danke für den Raid. Habe ich das gesagt? Ja. Danke für den Raid. Soll man schwächeln? Ja. Müssen morgen früh raus und Problem ist, dass wenn man so lange Monster Hunter spielt, dann kommt man nicht zur Ruhe. Aber wenn wir dann kurz was anderes machen, dann kommen wir zur Ruhe und dann können wir schlafen. Zum Beispiel Fairy Tail gucken. Ja, da kommen wir garantiert nicht zur Ruhe. Klar, ich hilft immer rein bei Fairy Tail, also geht das auf jeden Fall. Du hast die ganz angemeldet. Wie bitte? Du hast die nicht angemeldet. Klar habe ich die angemeldet. Ach, du bist schon wieder nicht mehr da. Du musst mir beitreten, Maxi. Und da hat die Quest alleine gemacht. Alone. Ah, yes. Und was geht sonst so? Ja, ich glaube, das wird wohl nichts mit der nachletzten Quest. Hallo, Escarona. Thank you for your raid. How are you? Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Geht's dir heute ein bisschen besser als gestern? Ich hoffe so sehr. Oha, hallo Escaroda, vielen Dank für den Raid. Geht's dir heute besser? Ja, lädst du mich ein, oder? Du hast doch gesagt, du kannst beitreten. Wie? Du bist doch gestern auch beigetreten. Ich hab halt hier Beitritt zum Spieler bitten, kann ich klicken. Ach so, bei mir gestern bist du von selber beigetreten. Escaroda! Besser, wie geht's euch? Uns geht's süpel. Super. Wir sind am Spaßeln. Wir haben richtig Bock auf Monster Hunter Rizzle. Macht uns sehr viel Spaß. Spaß, wir haben Spaß. Oh, gerade eine lila Quest. Was ist denn eine lila Quest? Achso, das ist so eine Mithelfer, so eine Helfer-Quest, ja. Ich habe heute Hammer gespielt, Escaroda. Lagerbeitritt nicht möglich. Wieso? Stand einfach dran. Vielleicht, weil ich die Quest am Laufen habe. Ich habe heute Hammer in Rizzle gespielt und es hat richtig Bock gemacht. Der Doc hatte Bock. Ja. Hier. Thank you for your raid. Was ging bei dir? Hast du schönes gespielt? Monster Hunter 4 Ultimate. Boah, geil. Kecha Waha schon gemacht? Hast du da angefangen oder spielst du schon länger? Monster Hunter 4 hat mich damals Gormagala gebrochen. Heute gemacht. Voll geil. Ja, bin beigetreten. Gormagala. Absolut geiles Monster. Wurde heute auch schon gespoilert, dass dieses absolut geile Monster auch hier in Rizzle existiert. Freut mich total. Bauen wir jetzt Velocity Prey Armor. Wieso? In? Die Ultimate? Oder Monster Hunter 1.
Velocipril. Sag mal jetzt, Carola, was findest du eigentlich, wie findest du eigentlich, findest du World oder Rise besser? Kann man das noch spoilern, wenn das Spiel schon so lange draußen ist, dass Monster eine der Hauptverkaufsgründe war? Und das Monster einer, nee, ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass das Gormagella dabei ist. Aber ich dodge sowas halt auch absichtlich, Neiden. Jetzt haben wir mal Anja nackt. Anja? Rise gefällt mir besser durchzuspielen, jedoch nicht zu spielen. Was? Bei uns ist nämlich aufgefallen, dass die meisten Hardcores alle Rise besser finden. Also die den ersten Teil gerade gezockt haben oder jetzt auch so Frontier spielen und sowas, die sind alle voll auf Rise. Voll. Deswegen die Frage, weil du spielst ja auch hauptsächlich eigentlich andere Monster Hunter, ältere, mehrere. Deswegen dachte ich mir, frage ich mal den Dir Escaroda. Und die, die quasi mit World angefangen haben, die meisten, die finden World besser. Mein Liebling, würde ich sagen, wir es mal so. Wieso? Aber es geht jetzt gerade nur um den Vergleich World Rise, ne? Weil ich finde den Vergleich eh immer anstrengend, weil mich das eigentlich total nervt. Aber es hat mich einfach mal interessiert, was dir besser gefällt. Whistle or World. Weil im Endeffekt sind es halt zwei unterschiedliche Spiele. Deswegen finde ich den Vergleich eigentlich meh. Ich hätte, das war jetzt schon der dritte richtig üble Leck. Ja. Ja. Die Rüstung von deinem Hund übrigens super hässlich. Oh Mann. Ja. Was für Hitbox? Wo Hitbox? Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Nein, es war echt schön, dass du da warst und sehr gefreut. Schlaf gut. Nacht, Niton. Schlaf gut und träum noch schön. Ich finde World besser als Rise. Heißt auch nicht, dass Rise schlecht ist. Nee, ich finde Rise geil. Also ich finde auch... Ich muss auch sagen, also deswegen sage ich auch, ich finde diesen Vergleich ein bisschen problematisch. Weil ich sage jetzt natürlich auch, ich finde World auch ein bisschen, ich finde auch World besser. Aber ich finde halt, es sind halt einfach zwei unterschiedliche Spiele. Ich finde halt, der Vergleich klingt echt krass. World hat, ist eher so westlich, finde ich, und Rise ist halt mehr japanisch. So finde ich das. Aber warum gehört Rise nicht zu deinen Liebsten? Das würde mich mal interessieren. Please tell me.